Leute, was geht ab, Leute, von hier? Wir fangen das Video an mit einem wilden Bammelin. Den gönnen wir uns. Ist ja nicht mehr in den Raids verfügbar. Gestern ein bisschen geraged über die neuen Raids. Aber endlich hat gestern Abend die Raids wieder geändert. Die schauen wir uns gleich noch an. Perfekt. Aber ja, abgesehen davon, eine traurige Nachricht. Mein Lieblings-YouTuber, Pokémon-YouTuber, Pokémon-Go-YouTuber, ja, der hat aufgehört. Mehr dazu gleich. Ich habe hier ein wildes Kindwurm einfach so gefunden. Das gönnen wir uns. Ah, der kriegt schon einen Hyperball. So. Danach können wir meinen Feldforschungsdurchbruch abholen. Und dann schauen wir mal, ob ich einen Sinnostand bekomme. Ich hoffe es. So. Kindwurm. IV-Check. Kein 100er. Hier. Yeah. Und mein letzter Ninja Tom. Sinnostein. Tut mir leid, Leute. Für alle, die keinen bekommen haben. Alles klar. So. Mal schauen, was nächsten Monat kommen wird. Ich bin gespannt. Angekündigt wurde noch nichts. Gefangen. Kurze Storytime. Hier ist eine Arena und 5 Meter daneben ist noch eine Arena. Ich setze mich hier rein, also mach die platt, setze mich hier rein, gehe zur anderen. Während ich bei der anderen bin, wird die hier bereits angegriffen. Ich komme hier zurück, ich sehe Euda, mein Heiterger ist geschwächt. Ich stelle mich hier hin, sehe so einen Mann im Auto, hocke mich hier hin und starre ihn einfach an. Okay, dann hat er gecheckt, dass ich ihn anstarre. Er starrt mich an. Da macht er sein Auto an und fährt weg. Gute alte Arena Stories. Damals gab es mehr davon, deswegen vermisse ich das alte System. Ich hätte einfach gewartet, bis er fertig ist. Er hätte sich reingesetzt und ich hätte ihn einfach gekickt, aber ja, wenn er aufgeben will. Ich muss das hinzufügen. Das wird jetzt irgendwie komisch reingeschnitten. Aber erstens die neuen Bosse und dann muss ich noch was entwickeln mit dem neuen Stein, den ich glücklicherweise bekommen habe. Das ohne Bildschirmaufnahme jetzt, weil sonst muss ich die wieder hochladen und runterladen und das dauert. Wie gesagt, das Video ist eigentlich schon fertig, aber dann habe ich gesehen, ja, das kann ich noch hinzufügen. Ein Level 1 100er Sneeble. Shoutout geht raus an Felix, habe ich damals mit ihm gefangen. So, für euch. Leider Level 1, ist aber auf jeden Fall wert zu pushen. Es gibt so, das ist eigentlich der Beste, den man mit dem Sinnostein momentan entwickeln kann. Ist, hä? Hab ich doch. Okay. Auf jeden Fall er der Beste. Problem ist halt, bevor man ihn verwendet, er ist sogar besser als Despotar, aber bevor man ihn verwendet, benutzt man eigentlich immer Gengar oder Mewtwo mit Spukball. Aber rein theoretisch, ja, sehr gut. Sogar momentan bester Eisangreifer, aber es kommt ja Mamutel, wie wir es wissen. Bam. 100%. Weil der kann bessere Attacken, bessere Unlichtattacken. Also, aber hält leider nicht so viel aus wie Despotar. Aber die Fälle, wo man ihn benutzt, also Unlicht, in den Fällen ist Geist aber auch gut. Und Geist, Gengar und Spukball Mewtwo immer noch besser als er. Dementsprechend er an sich rein theoretisch schon sehr gut, aber verwendungstechnisch hat man halt nicht so die Verwendung für ihn. Und dann auf Platz Nummer 2 zum Beispiel Elevoltec, der ist sehr gut. Das sind so die Top 2. Dann kommt auf jeden Fall Rihonio und Roserade. Roserade echt nicht schlecht. Sehr guter Pflanzenangreifer, sogar eigentlich der Beste. Ist aber eine Glaskanone, hält nicht viel aus. Dann so der Mittelteil, Mark Brandt, Togetic, Togekiss meine ich, Kram Chef und Traumagier. Und dann nur Pokédex-Eintrag, richtig schlecht. Porygon Z, Entwicklung von Zwirlicht, Entwicklung von Skogler. So, und jetzt haben wir noch die neuen Raids. Shinox wieder am Start, Shuppet, Schlupuck und Drifloon. Alle natürlich shiny möglich. Zweier Traunfugel, Sneeble, Zubiggis und Flumkiefer. Dreier, Machomai, Gengar, Sichlor, Pinsir und Torpedo. Vierer, Despotar, Hundemorn, Absol, Alola, Knogger. Ja, und jetzt weiter mit dem normalen Video. So Leute, ich bin wieder zu Hause. Auf dem Nachhauseweg habe ich was sehr Interessantes gesehen. Ihr wisst ja, ich habe zwei X-Ray-Arenen früher gehabt. Der Steinbrunnen und der Klangdino. Steinbrunnen habe ich sogar einen 98er mal gefangen. Seit Niantic das eingeführt hat mit diesem X-Ray-Arenen markieren. Seitdem ist der Steinbrunnen kein X-Ray-Arena mehr. Was passiert?
Ich komme heute die U-Bahn hoch, stell mich rein, steht auf einmal X-Rate Arena. Klang die nur immer noch X-Rate Arena? Hat sogar morgen ein X-Rate. Aber Steinbrunn auf einmal wieder X-Rate Arena. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht habt ihr das ja auch bei euch irgendwie bemerkt, dass die alten X-Rate Arenen, die durch das neue System nicht mehr X-Rate Arenen waren, jetzt wieder eine X-Rate Arena sind. Würde mich interessieren. Ah ja, und dann kommen wir zu einem traurigen Thema. Mein Lieblings-Pokémon Go-YouTuber. Er ist weg. Alle Videos gelöscht. Schreibt unten in die Kommentare, wer glaubt, dass es ist. Müsste nicht im Titel stehen. Kurze Pause, schreibt es unten rein. Und 5, 4, 3, 2, 1. Es war oder ist Prodigy's Nation. Habe ich, glaube ich, schon öfters mal erwähnt, aber ich habe den gefeiert. Ja, was passiert? Ich habe keine Ahnung. Er hat sich anscheinend irgendwie eine Auszeit genommen und jetzt, ja, keine Ahnung, macht er weiter im Leben, der nächste Schritt im Leben, so wie ich das richtig verstanden habe, weg von Pokémon Go. Also ich habe ihn noch vor ein paar Tagen abgecheckt, vor einer Woche oder so, habe mal reingeschaut, lief, um ehrlich zu sein, nicht so gut bei ihm. Immer noch mehr als ich, aber, und er war kurz vor den 100.000, view-technisch auf jeden Fall nachgelassen, aber, wie gesagt, immer noch mehr als ich, aber er hat es halt Vollzeit gemacht. Und für einen Vollzeit-YouTuber, ja, das reicht eigentlich nicht zum Leben. Selbes mit Reversal, aber keine Ahnung, wie er über die Runden kommt. Ist egal. Er macht schon sein Ding irgendwie. Er lebt noch, also. Naja, auf jeden Fall fand ich das sehr schade. Ich habe sogar in einem Livestream erwähnt. Da habe ich mal gesagt, ja, dass ich mir Sorgen mache, weil ich feiere ihn eigentlich. Und ja, seine Klicks reichen eigentlich nicht aus, um als Vollzeit-YouTuber zu leben. Was passiert? Ich habe ihn gestern... Ich habe in letzter Zeit nicht so viel Zeit gehabt, um ihn abzuchecken. Aber dann habe ich gestern, wollte ich mal wieder ein Video von ihm anschauen. Moment, hier. Wir gehen mal drauf. Ihr seht, glaube ich, eh nicht den ganzen Bildschirm. Prodigy's Nation. Erstes Video, was kommt. Prodigy's Nation has vanished. What happened? Also auf Deutsch, er ist verschwunden. Was passiert? Hat nicht viele Klicks, also sein Verschwinden. Er ist jetzt schon eine Woche oder so verschwunden. Hat gar nicht mal so viel Aufmerksamkeit bekommen, was sehr schade ist. Ein sehr, sehr unterschätzter YouTuber, Pokémon Go YouTuber. So, wir gehen auf seinen Channel. Auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte. Alles weg. 97.407, kurz vor den 100.000 Videos. Nix. Einfach nix. Playlists. Nix. Sehr, sehr schade. Wie gesagt, er war mein Liebling. Von ihm, also er hat den Trick nicht erfunden, aber er hat ihn verbreitet. Der Fangtrick, wie man bei Legendären immer einfach fabelhaft wirft, von ihm gelernt. Wie gesagt, extrem schade. Zufällig, vor einer Weile, hat noch ein anderer großer YouTuber, Pokémon Go YouTuber, aufgehört und alle Videos gelöscht. Eigentlich genauso wie er. Aber der hatte einen anderen Grund und es war FSU ATL. Wer den nicht kennt, das ist ein Spoofer. Er war der King der Spoofer, der Anführer. Aber er war richtig groß, richtig beliebt. Sogar auf demselben Niveau wie Trainertipps und Mystic 7. Also der war richtig, richtig hoch. Und der hat einfach aus dem Nichts alle Videos gelöscht und aufgehört. Genau dasselbe, alle Videos gelöscht. Er hatte ein Video gemacht, im Gegensatz zu Prodigy's Nation, wo er gesagt hat, ja, hey, ich habe jetzt da beruflich da dies, das zu tun. Ich höre auf mit Yu-Gi-Oh! Ich höre auf mit Pokémon Go. Und alle Videos gelöscht. Ich meine, genau wie hier, frage ich mich halt, wieso alles löschen? Man kann aufhören. Ich meine, ich habe auch Yu-Gi-Oh! Aufgehört. Und alle Videos sind noch da, die ganzen Erinnerungen. Und es bringt halt immer noch Klicks. Die alten Videos bringen immer noch Klicks. Und dementsprechend Geld. Aber naja, wir werden sehen, was Prodigy's Nation macht. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schade. Wie gesagt, mein Liebling. Es gibt viele verschiedene Geschmäcker und viele unterschiedliche Pokémon Go-YouTuber. Das macht das Ganze auch gut. Und deswegen schaut man auch verschiedene an. Nicht jeder macht genau dasselbe. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, wieso ich Prodigy's Nation so gefeiert habe. Ja, ein chilliger Typ. Ein großer Gegensatz zu den normalen YouTubern, die halt immer rumhypen, rumschreien und so müssen. Er war sehr, sehr ruhig. Also er hat sogar noch langsamer und ruhiger gesprochen als ich. Das hat mir auf jeden Fall gefallen und dann auch... Ja, er war oder ist... Keine Ahnung, wie ich sagen soll. Der einzige YouTuber, Pokémon Go YouTuber gewesen. Okay, Reverse hat jetzt wieder nachgezogen. Der mehr EP, mehr Candies, mehr klasse Sachen hat als ich. Also, ich sag's nicht gerne, wenn man sagt, man ist gut in Pokémon Go, weil an sich kann man nicht gut sein, das ist ein Sammelspiel.
ist nur, wer mehr Zeit darin verbracht hat. Aber ja, er war besser als ich. Hatte mehr EP, hatte mehr gefangene Pokémon. Auch die Sache, wie ich wieder auf seinen Channel gestoßen bin. Also gestern. Ich habe zufällig ein Video von Pokémon Master Holly angeschaut. Und die schaue ich eigentlich gar nicht. Aber ja, Clickbait-Titel. Habe ich drauf geklickt. Und die haben irgendein Raid gemacht. Irgendein 1er Raid. Richtig unwichtig. Da waren alle mit dabei. JT Gilly, Mystic Seven, Trainer-Tipps. Und dann hat sie das gemacht. Und sie hat dann in die Runde gefragt, ja, kennt einer von euch die Werte für einen 100er? Und natürlich hatte keiner einen Plan, außer Prodigy's Nation. Er stand einfach so in der Mitte, chillig, und sagt einfach die Zahl. Genau deswegen habe ich ihn gefeiert. Ich so, alter, Prodigy's Nation, der Beste. Dann direkt Video geschlossen, wollte ich Prodigy's Nation abchecken. Ich klicke drauf, Digga, keine Videos. Ja, und dann habe ich meine Recherche angefangen und geschaut, ja, was passiert ist. Und da, leider weg, Prodigy's Nation. Sehr unterschätzt, nie die Aufmerksamkeit bekommen, die er meiner Meinung nach verdient hat. Schreibt in die Kommentare, ob ihr ihn geschaut habt. Mein Respekt geht raus an Prodigy's Nation. Er wird auf jeden Fall vermisst. Ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Oh, ne. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.